Grüßt euch, Benjo hier. Willkommen zu einer neuen Folge Naruto Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst to the Max. So. Wir starten jetzt mal direkt. Wir sind Rang 10. Haben wir ja gesehen. Ich habe wieder das Bildchen geändert. Mit dem schönen Naruto. In seinem goldenen Kostüm. Und wir starten jetzt mal. Ich nehme jetzt mal direkt Charaktere, mit denen ich besser spielen kann, damit wir mal ein bisschen gewinnen. Ich meine, das geht ja ein bisschen langsam voran. Aber das wird schon. Wir spielen gegen einen Rang 25er. Jo. Ich hoffe, das wird nicht schwer. Ich glaube, das wird auch nicht schwer. Man hat ja seine KD gesehen. Wir schaffen das schon. Ich nehme mir sogar jetzt extra mein Dream Team. Mein Naruto, den Shino und den Kiba. Den Angriff. Das wird schon. Und diesmal nehme ich sogar den Ton und das und den Ton des Spiels einzeln auf, damit ich das halt so regeln kann, weil in den letzten Folgen war ja halt der Ton des Spiels immer lauter als meine Stimme, während ich gespielt habe. Keine Ahnung, warum das so ist. Aber während des Kampfes ist der Ton viel, viel lauter. Aber jetzt kann ich es ja einstellen und hier ein bisschen bearbeiten, dass das besser geht, dass ihr mich besser versteht und alles gut geht. Ja, wir kämpfen jetzt gegen Itachi, gegen den Uchiha-Clan. Wird ein schwerer Bocken, aber wir packen das schon. Ja, einmal den Kiba rausholen. Und. Nee, das ist auch nur einer, wenn wir zusammen. Und. Ab die. Und eine Bombe. Nee, keine Bombe. Nein, nein, ein Briefchen hinterher. Ausspringen und. So. Jo, ich denke, so. Den nehmen wir auseinander. Aber der hat eine schlechte Verbindung. Das nervt immer. Warte, hinterher. Da kann man einfach drüber springen. Und den Kiba rausholen. Und hinterher Shuriken. Und Rupp und Rupp und hinterher. Ah! Aber davon lasse ich mich schön nicht ablenken. Wo sind wir denn? So. Einmal hier ein bisschen auffrischen. Shino rausholen, damit er mich ein bisschen beschützt. Das bringt ihm gar nichts, weil der Shino, der macht jetzt den hier. Dann einmal Jutsu hinterher. Boah, hat der eine schlechte Verbindung. Oh. Ah! Mann! Das war jetzt von mir. Hätte nicht sein müssen. Aber naja. Einmal hinterher. Zurück bei Jutsu. Das ist eine gute Technik. Jetzt holt er seinen Susano. Wo holt er dann nicht? Ich dachte, das wäre so einer. Doch, holt der. Komm, lass mir den mal holen. Komm, hol. Komm, hol. Das war's, du geile Chance. Komm, hol. Komm, einmal drauf hier. Du bist ja nicht wie die anderen. Sind ja hier ein bisschen Spannung. Ein bisschen reinbringen. Ohoho, das war sogar knapp, doch. Jetzt bin ich fast erwischt, doch. Und drauf. Und drauf. Und da. Und von da. Nein! Wo bin ich jetzt? Ich sehe gar nichts. Bin ich da hinten gelandet? Egal. Der ist gleich tot. Doch, der macht es dann. Da ist er. Trotzdem keine Chance. Außer der macht jetzt hier Spamming. Kann man eigentlich drüber springen? Die halten auf jeden Fall sehr lange, diese. Und guck. Einmal die beiden rausholen. Ah, muss auf Abseits. Bisschen Abseits. Geh nach hinten, hier. Geh nach hinten, Naruto! Ich verliere noch! Nein, ich darf nicht verlieren. So, jetzt muss der nur einmal unachtsam sein. Oder ich muss einmal unachtsam sein. Immer diese Susano-Loops! Nein! Ich pack mir den jetzt dreimal. Komm, komm, komm! Klappt, das klappt, das klappt. Ich treffe den und dann nehme ich den ganz auseinander. Außer der ist jetzt abgehauen. Ja. Ja, ich hab den. Ich hab den. Ich hab den genommen. Ich hab den genommen. Sowas nennt man Susano-Noobs, weil die sind einfach overpowered. Wie man gesehen hat, man kann gar nichts machen eigentlich. Bam. So, haben wir gewonnen. Läuft doch. Das erste. Nee, das zweite Mal, dass wir direkt an der Anfang der Folge mal gewinnen. Läuft! Wie viel KP kriegen wir? Oh, der Heimer. Nimm das. Jetzt Trophäe. Passt. Ultimatives Team ist finisher. Ja. Läuft bei mir. 2100 KP und steigen wir auf. Jupp, wir sind jetzt Shunen Commander. Kommandant.
Läuft bei uns. Nächster Kampf. Nächstes Opfer her. Hier, Rang 27er. Schaffen wir auch. Hoffe ich mal. Außer das ist jetzt eine, die wirklich die... Man sieht ja, was der auf seiner Ninja-Karte da hat. Dieses Mädel da ist auch so ein Spam-Charakter. Den braucht man wirklich nur Viereck drücken und kannst du nichts machen. Außer du bist gut und hast jemanden schnellen, der auf Entfernung gut ist. Deswegen nehmen wir mal Minato. Weil ich denke, der oder die wird dieses Vibe nehmen, was so unfair ist. Und wen noch? Den Madara? Dann sind ja hier die besten Kollegen. Und noch einen zum Blocken. Ne, komm, bleiben wir mal da. Und das ist ein gutes Team. Zwei heftige Ninja. Passt doch. Ich stehe auf die Musik von Naruto. Und die YouTube macht. Da gehe ich immer voll drauf ab. Oh. Sie doch nicht genommen. Aber es ist Charakter. Okay, hätte ich auch meine Naruto nehmen können. Aber naja. Wird schon. Die ist ein sehr schneller. Da ist Minato auch nicht gerade schlecht. Wenn ich, dass ich den genommen habe. Sind ja von der Geschwindigkeit ungefähr gleich. Außer der... Und die Verbindung. Und die Verbindung ist so schlecht. Wieso spiele ich überhaupt mit solchen? Wenn die Verbindung so schlecht ist. Das bringt doch gar nichts. Komm. Kommen wir beide mal den Madara raus. Deine war aber schneller da. Deswegen auch immer, und warum blockt der die ganze Zeit? Ich einfach die Hilfscharakter raus. Soll ich das einfach rausgehen? Das macht echt keinen Spaß. Ich glaube, wir gleich geht schneller. Ach, der will hier seine Hilfscharakter rausgeschickt. Was, was man noch hört? Keine Ahnung, was der da versucht. Ah, jetzt geht's doch, jetzt geht's schneller doch. Ah, nein, der hat mich. Schön gemacht von dir, finde ich super. Und zack. Bisschen aufladen, den Madara rausholen, damit er nicht schön schützt. Kann ich auch machen, ey. Was? Nein, der war schneller. Nein. So, ich kann mich jetzt aber hinter die teleportieren, deswegen... Mann, ich habe... Das liegt an der schlechten Verbindung. Man kann zu langsam Sachen machen. Das dauert immer ein Jahr, bis man endlich dabei ist. Aber hinter... Was? Wie habe ich das denn fast getroffen? So. Gehen wir ja vom, Minato. Mit der Attacke. Das ist so cool, wie der sich bewegt. Diese Blitze. Nur wenn man ganz kurz nach vorne drückt und dann kreist, dann macht der einen coolen Move. Wenn der mal treffen würde. Hat man hier gesehen, der hat sich direkt hinter einen teleportiert. Kurz nach vorne oder in irgendeine andere Richtung und greift. Was versucht der da immer? So, jetzt rennt er mir rein. Oh, dann nicht. Ah, der hilft mal. So, jetzt kann ich ihn eigentlich jetzt schon fast seine Täuschung zerstören. Einmal hoch. Ah, was? Ah, was? Was war das denn? Das ist einfach nur so einer, der versucht, durch seine schlechte Verbindung ein bisschen was rauszuholen. Ihm einfach die ganze Zeit ultimative Vision zu und hoffen, dass meine Tastenkombination zu spät kommt. Hört mal, der versucht die ganze Zeit was zu drücken, weil ich lache. Da. Und nochmal. Machen wir mal. Atare! So, der hat jetzt gar keine Touches. Ah. Wow, Mann! So, jetzt aber. Jetzt hau ich den nach oben. Was? Ah, das ist mittendrin, hat's auch gehört. Das war der schlechte. Ist das jetzt seiner oder ist das meiner? Das ist meiner. Ah, ich wollte direkt nochmal drauf. Ah, das ist einfach so, diese schlechte Verbindung. Das kommt so schlecht alles an. Man kann sich gar nicht auf irgendwas vorbereiten. Ich muss ein bisschen warten, bis meine Jutsus wieder aufgeladen. Meine Tauschjutsus wieder aufgeladen. Komm, jetzt, wenn das einmal trifft.
Ah, ich hab das halt. Komm mal her. Wieso dauert das so lange, bis ich meine Zollschüsse auf Lage komme? Mach mal hinne. Das verliere ich noch. Da, geht er. So, kette mich hier auseinander. Nein! Ich hab doch auf Daoshimutsu gedrückt. Mann! Ich spiele nie wieder mit welchen mit schlechter Verbindung. Das ist echt nur nervig. Mann! Das war ein Rang 27er, oder? Ja, wir werden eh nichts verloren. Wir haben eh nichts verloren. Supi! Jetzt kämpfen wir nur noch gegen welche mit guter Verbindung. Sonst macht es keinen Spaß anzugucken und keinen Spaß zu spielen. Das kommt einfach alles viel zu spät an. So, hier ein Rang 41er. Der ist zwar sehr gut, aber der hat wenigstens eine gute Verbindung. Der macht wenigstens Spaß zu spielen. Ne, darauf kommt es ja an. Wir sind jetzt Rang 11, oh. Ein Rang 10er auf 11. In einem Kampf. Läuft. Wenn wir jetzt gewinnen, bekommen wir richtig viel, glaube ich. Ich glaube, da kommen wir nicht nur einen Rang hoch. Deswegen nehmen wir jetzt wieder meinen Liebling Naruto. Den Chino wieder zum Blocken, aber einen anderen zum Angriff. Und zwar nehmen wir die Mitsukage. So. Die hat auch einen guten Hilfscharakter. Luzu. Die spuckt Lava. Wie ein Pokémon. Ist ein Pokémon. So. Gegen Itachi. Und, oh. Ich glaube, der weiß, was der macht. Weil wenn jemand mit Itachi spielen kann, dann ist er richtig gut. Und der ist, glaube ich, gut. Und den als Hilfscharakter, den, wie hieß der nochmal? Diesen Künstler. Ist auch nicht gerade schlecht. Der bringt einfach zwei Vögel. Wenn der eine abwehrt, wird sich der nächste. Ich glaube, man muss ein bisschen drauf gehen. Der spielt gut, der spielt gut. Ah, seht ihr? Wenn man den einen ab, kommt der andere hinterher. Schön. Hat man gesehen. Der hat richtig an. Der hat richtig. Das ist richtig gut. Da macht auch Spaß. Auch wenn ich jetzt die Idee verliere, ich habe hier Spaß bei. Dann ist es zwar auseinander, aber trotzdem, das macht Spaß. So was mag man. Wenn man hier ein bisschen. Hier. Hat man gesehen? Schön. Das sieht doch mal nach was aus hier. Spaß. Wenn man gegen gute spielt, dann sieht das auch immer Hammer aus. Deswegen freue ich mich gerade. Das macht echt Spaß gegen ihn. War aber nicht so klappen. Ne? Und Druck von oben. Ah, nicht getroffen. Ich schlag den jetzt. Ach, ich wollte ihn da oben schlagen. Weil der hat ja noch. Lass uns mal erstmal aufladen hier. Kleine Gedenkpause. Aber das bockt sich jetzt nicht. Das macht echt Spaß. Das war nicht so. Schön, hat geklappt. Schön, schön, schön. Der will ich auch nicht verwandeln, weil das macht gerade echt Bock. Ah, der hat mich. Ah, da hat er das ausgenutzt. So, der Benko Hack hat gewonnen. Hat Spaß gemacht. Das war das erste Spiel seit der ganzen Serie, wo es mir wirklich Spaß gemacht hat. Wo ich auch sage, verdient verloren. Ja, der war echt gut. Ich zieh den Hut, Bruder. War ein gutes Spiel. War's noch ein Balken voll? Aber ich muss hier auch noch mit kommentieren. Nein, nein, der war echt gut. Man muss mich ja jetzt nicht hier beleidigen, so schwach bin ich auch nicht. Hat Spaß gemacht. So, das war's für diese Folge. Jo, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tidelü, Freunde.